Grüß Gott, liebe Schachfreunde. Heute kommt es zur Partie zwischen Yasser Seirawan, dem nach Bobby Fischer besten amerikanischen Schachspieler, und Anatoly Karpov aus der Sowjetunion, dem Weltmeister. Beide sind recht entgegengesetzte Charaktere. Seirawan trotz seiner syrischen Abstimmung durch und durch amerikanisch und Karpov linientreu, inzwischen sogar Präsident der sowjetischen Friedensbewegung. Und doch verbindet sie auch so manches. Seirawan erzählte vor der Partie ganz begeistert von seinen Platinaktien und Karpov fragte sehr, sehr interessiert nach. Und das erinnert mich, was ich vor kurzem auf Kuba hörte, wie ein hoher kommunistischer Funktionär sagte, ja, ich bin ein kommunistischer Geschäftsmann. Nun ja, aber jetzt wollen wir gleich zur Partie kommen, oder vielmehr vorher habe ich mich noch mit Yasser Seirawan unterhalten. Ja, bei mir ist Yasser Seirawan aus den Vereinigten Staaten. Yasser, you were... Ich sage, Yasser, du warst Korschner Sekundant und warst eine gute Erfahrung. Yes, well, whenever you're working with such a... Ja, er antwortet, es ist immer eine gute Erfahrung, mit solch einem großen Großmeister zu arbeiten. Man lernt auch dabei. So, anyhow, but you learned... Na gut, du hast gelernt, aber ihr habt verloren die Weltmeisterschaft. Möchtest du die Rollen mal umtauschen? Dass er dein Sekundant ist. Naja, er sagt, diesmal wird es sicher noch nicht sein und wahrscheinlich auch nicht in Zukunft. Aber beim Turnier in London jetzt 82 kam Korchnoi und ich habe Karpov schlagen können. But anyhow, you are reaching for the top already. You just challenged Kasparov. Du willst auf jeden Fall in die oberste Spitze kommen. Du hast Kasparov herausgefordert. Well, he made a challenge match in the States, but it was his decision not to play it. Jetzt wollte er noch nicht. Er wollte sich aufs Nationenturnier vorbereiten. Aber es wäre ein fantastisches Match. No, at this moment not. Hat er Angst vor dir? It would be a very good match for chess. Ja, jetzt noch nicht, aber es wäre fantastisch. Hat er später doch Angst und er ist anscheinend doch recht zuversichtlich, wie es weitergeht. Dankeschön. Ja, und das ist Helmut Nöttger, der gewaltige Turnierdirektor des Deutschen Schachbundes. Gemessenen Schrittes setzt er jetzt die Uhren in Gang. Bei Karpov Seirawan, also die Partie, die wir heute sehen werden, und auch bei den anderen Paaren. Und da haben wir schon, Seirawan eröffnet mit Springer F3, Seirawan führt also die weißen Steine, Karpov die schwarzen und Karpov tut es ihm nach Springer F6. Auch so kann man eine Partie eröffnen, zuerst die Pferde raus und jetzt kommt der C-Bauer. Und E7, E6, es könnte englisch werden, Springer C3, aber D5. Karpov spielt auf Nummer sicher, er will ein Damengambit spielen und entsprechend D4, alles wohlbekannte Züge. Und genau diese gleiche Stellung haben sie vor kurzem, Läufer E7 jetzt. Partie gewann Seirawan. Und wir werden sehen, ob sich heute... sich erklären, er geht zurück. Auch ein gebräuchliches Verfahren in dieser Stellung, nicht auf F6 abzutauschen gegen den Springer. Schwarz rochiert, bringt den König in Sicherheit, das ist immer gut. Und Turm C1, Weiß sucht das Spiel am Darmflügel, bringt den Turm auf die C-Linie und B7, B6 bereitet das Läufer-Fianchetto vor, um diesen Läufer auf C8, oft ein Sorgenkind, abzutauschen. Weiß nimmt jetzt auf D5. Und Schwarz nimmt mit dem Springer wieder. Das ist dynamischer, als mit dem Bauern wiederzunehmen. Und eben Weiß kann immer in der C-Linie auch operieren. Schwarz nimmt auf D5 mit dem Bauern wieder. Jetzt kommt es natürlich zum Läuferabtausch auf E7. Und natürlich nimmt Schwarz auch diesen Läufer wieder. Es haben sich die Reihen also schon etwas gelichtet. Die Konturen sind relativ klar. Und G2, G3, das ist eine seirawansche Spezialität. Besonders gegen den Weltmeister vorbereitet. Und dabei sehen wir die beiden hier also auch am Brett, gerade in diesem Partiestadium. Und beide sind sich recht sicher im Grunde. G2, G3. Und der Turm kommt nach E8, drückt auf der E-Linie, denn der weiße König ist ja noch im Zentrum hängen geblieben. Wunderbar. Erlaubt er mir doch tatsächlich mit meiner speziellen Vorbereitung fortzufahren, die ich zusammen mit Viktor Korchnoi erarbeitet habe. Einmal habe ich ihn damit überraschen können. Mit Turm C3. Ja, verdammt, soll ich das wiederholen? Ich weiß nicht. Ich habe diese Partie so oft analysiert, so oft all meinen Freunden gezeigt. Ich meine schon, ja, ich bin sicher. Er hat nichts, womit er mich in dieser Variante überraschen kann. Ich kann natürlich auch ausweichen, irgendwas anderes machen. Ach was. Ich will sehen, was er vorhat. Turm C3. Das ist die Wiederholung unserer Partie aus London von diesem Frühjahr.
Aber seither habe ich sehr gründlich den Zug Springer A6 analysiert. Ich fühle mich da sicher und sehen, was er darauf vorbereitet hat. Denn ich sehe keinen Grund, warum ich von meiner Analyse abweichen sollte. Das ist noch das Gleiche. Mal sehen. Ich kann auch wieder Dame A4 spielen. Wie damals. Ich weiß, dass C5 schlecht ist. Was also wird er nach Dame A4 wirklich ziehen? Ich kenne die Stellung sehr gut, das ist wunderbar. Kann ich tatsächlich den Weltmeister zweimal mit dem gleichen System schlagen? Das wäre ja wohl ein zu großes Vergnügen. Okay, also Dame A4. Ich bin sicher, dass er dann ja B6, B5 spielen wird. Aber das ist in Ordnung, weil ich dann Dame A5 spielen kann und auf C5 Turm E3 geht. Das ist in Ordnung. Ich kann natürlich auch ausweichen, Läufer G2 spielen. Ach, wenn es hier nur nicht so heiß wäre. Aber das ist lächerlich. Ich kümmere mich gar nicht darum. Ich ziehe also... Ja, ich ziehe Dame A4, B5. Mal sehen, was dann passiert. Ja, Dame A4. Durch diesen Zug hat er mich damals überrascht. Jetzt überrascht er mich noch viel mehr, dass er den nochmal riskiert. Ich habe nämlich darauf etwas vorbereitet seitdem. Schon unmittelbar nach der Partie fanden wir den Zug B6, B5. Und Weiß kann diesen Bauern dann nicht schlagen, weil Schwarz nach Turm A8 nach B8 zu viele offene Linien erhalten würde und der weiße König noch in der Mitte steht. Also B6, B5. Aha, das ist es also. Das hatte auch Kotschnoi vorgeschlagen, wo er bei ihm seine eigene Idee nach Dame C2 gar nicht mehr gefiel. Weil dann die Bauernstellung abscheulich ist. Die schwarze Bauernstellung natürlich. Ach nein, das ist lächerlich. Kotsch da übersah, dass man hier auch Dame A5 spielen kann. Oh, und dann droht schon wieder Turm E3, wenn ich das gemacht habe. Ach, alles geht hier. Warum soll ich mich auch zurückziehen? Ich will mich darauf einlassen. Dame A5, C5, Turm E3, Läufer E6. Na gut. Ach zur Hölle, ich sollte das spielen, diese verbesserte Variante mit dem Figurenopfer. Er wird mir sicherlich etwas Vorbereitetes vorsitzen, aber ich sehe nichts. Dame A5. Jetzt ist die Dame aus dem Spiel und ich könnte wieder mit C5 die Figur opfern, so wie ich, ähnlich wie ich das damals tat. C5, dann käme Turm E3 und ich könnte den Läufer dazwischen setzen. Der könnte meinen Springer am Rand schlagen und ich hätte viel Kompensation für die Figur und Angriff. Aber ich habe das gar nicht nötig. Ich habe den Zug Dame E4 vorbereitet. Und ich glaube, ich stehe schon fast auf Gewinn damit. Sollte mich wundern, wenn ich den Optimisten diesmal damit nicht erwische. Den Springer kann er nicht abziehen, weil sein Turm in der Ecke hängt. Den Turm nach D3 kann er nicht ziehen, weil ich den einfach wegnehme, denn der Königsbauer ist gefesselt. Und ich drohe das Schach auf B1. Und ich wundere mich, was er da überhaupt noch versuchen wird. Den Bauern kann er nicht vorziehen, weil der Springer hängt. Also sehen. So einfach? Ganz einfach, Dame E4? Das habe ich in einer anderen Stellung analysiert. Ohne den Bauern auf B5. In diesem Falle, das ist ja schrecklich, in diesem Falle hätte ich Springer D2 spielen können, wenn der Bauer nicht dort gestanden hätte. Und dann hätte sein Turm auf E8 gehangen, wenn er meinen in der Ecke schlägt. Aber das geht jetzt nicht. Ziehe ich Springer D2, verliere ich meinen Turm. Ziehe ich aber Dame B1 droht auch, Turm D3 geht nicht. Es droht Schach auf B1, ich verliere meinen Bauern auf B2. Also mein König muss ins Freie. Jetzt bin ich in eine vorbereitete Variante von ihm hineingeraten. Dieser Kerl, der fiel nicht auf meine Vorbereitung herein. Das ist ungerecht. Ich werde das dagegen protestieren. Es wird sich auch immer noch wärmer, sodass ich auch noch schwitze. Ach, ich spiele also König D2. Das ist wohl erzwungen. Meine Stellung ist schrecklich schlecht, König D2. Der König muss ins Gefecht, aber wie will ich jemals meinen Königsflügel entwickeln? Alle meine Figuren sind dort angebunden. Mein Läufer F1 steht, mein Turm HV1 kommt nicht ins Spiel, der Springer F3 darf nicht ziehen, meine Dame ist aus dem Spiel. Tja, und der König im Freien. Ach, diesmal erwischt's mich wohl, aber wer weiß, zur Hölle. Vielleicht macht er doch noch einen Fehler. Zum Überleben bedarf es tatsächlich eines Fehlers. Na gut, König D2. Ich habe gar keine andere Wahl. Warum nachdenken? König D2. Tja,
wie es im Leben oft so ist. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Ja, schauen Sie an, Dame und Turm, irgendwo ein bisschen armselig von weiß und die schwarze Dame ganz beherrschend hier im Zentrum. Mal schauen, wie Karpow jetzt weiterspielt. Aha, er hat den einzig möglichen Zug gemacht. Wie soll ich jetzt fortsetzen? Ich könnte natürlich mit der Dame nach B1 eindringen und seinen B-Bauern bedrohen. Aber das gibt ihm Zeit, meinen B-Bauern auf B5 zu schlagen und meinen Turm anzugreifen auf E8. Das gefällt mir nicht gut genug. Ich müsste dann irgendwie den Läufer herausziehen und der hat dann Zeit, sich mit Läufer G2 zu entwickeln, meine Dame wieder hinauszuwerfen. Da muss mehr drin sein. Ich muss irgendwas Starkes finden. Er droht natürlich, Turm nach E3 und meinen Turm auf E8 zu gewinnen. Ich muss meinen Turm ziehen. Ich gehe nach E6. Verdammt, er ist nicht darauf hereingefallen. Und ich hatte so auf Dame B1 gehofft. Dann hätte ich nämlich seinen Bauern B5 nehmen können und ich wäre langsam aus meiner Stellung herausgekrochen. Wie kann ich mich nur ärgern? Wenn ich jetzt mit... Ach, Donnerwetter, hier geht ja gar nichts mehr. Ich kann gar nichts machen. Jetzt denke ich doch daran, was ich hätte tun sollen. Nämlich irgendwann mal früher Dame C2 ziehen. Ich hätte doch auf Viktor Kotschner hören sollen. Ich blöder Heini, wie kann ich das jetzt noch retten? Dame C2, aber das ist zu spät. Ich habe nichts. Mit Dame B1 bedroht er demnächst meinen Bauern auf B2. Wenn er das macht, sollte ich vorher meinen Bauern B2 woanders hinstellen. Ja, nach B3. Mir gefällt hier gar nichts mehr. Ich habe gar keine andere Wahl. Ich kann nur noch hoffen. Ich ziehe einfach B3. Gut, jetzt kann er meinen Bauern auf B5 nehmen, weil dann nach Turm B8 sein B-Bau gedeckt wäre. Aber ich werde das Feld C3 gewinnen, indem ich B4 spiele. Jetzt kann ich meinen Turm nach C2 spielen und den König nach C1, dann meinen Läufer entwickeln. Aber er wird für seinen Läufer danach F5 bringen und mich irgendwie matt setzen. Aber wie will ich mich jemals weiterentwickeln? Wie will ich das machen? Turm E3 ist eine Möglichkeit. Ach, es gefällt mir alles gar nicht. Konzentriere dich. Vielleicht habe ich noch irgendeine Falle. Ich weiß auch nicht. Es ist alles irgendwie erzwungen. Turm D3, Turm E3. Ja, ich muss aktiv spielen. Ich denke, Turm E3 ist die einzige Möglichkeit. Ja, jetzt ist erst einmal alles erzwungen. Die Dame dringt nach B1 ein. Aha, jetzt werde ich also flüchten. Turm schlägt Turm. Dann gibt er mir einen Schach und ich flüchte mit meinem König. Ja, aber ich bin sicher, ich werde dabei matt. Aber zumindest macht es den Zuschauern Spaß, was jetzt passieren wird. Irgendwas muss ich hier machen. Ich kann mich nicht entwickeln. Alles sieht sehr schlecht aus. Ich habe so wenig Möglichkeiten hier. Vielleicht opfert ihr auch gar keine Figur, wenn ich den Turm auf E6 schlage. Meine Bauern sind sehr schwach am Damenflügel. Ich stehe wirklich schlecht. Turm E6. Jetzt ist es nützlich, ihm erst einmal einen Schach zu verpassen. Ich gehe mit der Dame Schach auf B2. Wollen wir sehen. König zieht nach E3. Das ist nicht möglich. Denn da wird er schon fast matt. Die Dame gibt auf C1 Schach. Nein, das kann er nicht tun. Und König geht zurück auf C3, ist schon mal sehr hübsch. Also Schach auf B2. Er muss noch zurück auf die Grundreihe gehen. Oh, wie schön. Jetzt gibt ihm bereits eine Chance, mit dem König nach E3 zu entfliehen. König E3, Dame C3, König F4. Donnerwetter, sieht so aus, als könnte ich vielleicht doch noch überleben. König E3. Oh nein. Nein, nein. Er gibt mir einen Schach auf C1. Und dann sehr hübsch, Dame C3, matt. Zu schade. Meine Stellung scheint mir jetzt völlig aus den Händen zu gleiten. Jetzt bin ich gezwungen. Ich habe auch nichts anderes, als mit dem König zurückzugehen. Ich muss zurück nach D1. Wie schrecklich. Ja, König D1. Jetzt muss ich seinen Turm zurücknehmen. Frage wie. Wenn ich mit dem Bauern schlage, zieht er womöglich die Dame nach B5 und hat dann irgendwie Schach auf E8 und vielleicht Dauerschach mit Springer G5 anschließend. Nein, nein, ich kann die Figur opfern. Auf A6. Ich werde einfach mit dem Läufer den Turm schlagen. Ich habe dann zwar, wenn er meinen Springer nimmt, eine Figur weniger, aber seine ganzen Figuren stehen ja inaktiv. Jetzt sehe ich bereits den Gewinn für ihn und ich kann nichts dagegen tun.
Er zieht einfach Läufer F5 und zwingt damit meinen Springer zurück. Läufer F5, Springer E1, dann schlägt er meinen Bauern D4 mit Schach und wird vermutlich mit Bauer C5, Bauer C4 fortsetzen. Mein Springer ist dann auf D3 gefesselt. Nein, nein, es ist vorbei. Und es wird ja auch immer heißer im Raum. Warum laufe ich auch mit einer Krawatte herum? Kein Wunder, dass ich fürchterlich schwitze. Aber dafür bin ich wenigstens korrekt angezogen. Das nächste Mal werde ich nur in Unterwäsche bekleidet hier erscheinen. Das ist zumindest psychologisch sehr gut, weil mein Gegner das sicherlich nicht erwarten wird. Natürlich könnte ich auch besser vorbereitet erscheinen. Ja, ja, das auch. Nun, die Partie ist verloren. Aber ich sollte trotzdem noch etwas versuchen. Ich würde einfach die erzwungenen Züge ausführen. Und jetzt erstmal seinen Springer schlagen. Was bleibt mir auch anderes übrig? So eine traurige Stellung hat man wirklich nur einmal. Ja, Dame A6. Na gut, den hat er, aber der soll ihn noch im Hals stecken bleiben. Jetzt kann ich Schach geben, um ihn dann vielleicht mit Hilfe des Läufers irgendwie matt zu setzen. Zum Schluss wird er sich mit dem Springer E1 verteidigen müssen, aber das werden wir sehen. Zunächst das Damenschach und dann bringe ich meine Dame im nächsten Zug nach C3. Denn auf der C-Linie nehme ich ihm das Feld C6 für seine Dame. Ja, das ist am besten. Das ist sehr wichtig. Also zunächst das Schach. Er hat ja keine Wahl, er muss nach D2. Ja, ungewohnte Töne bei dem sonst so zurückhaltenden Weltmeister Karpow soll ihm im Hals stecken bleiben. Er muss sich wohl sehr, sehr sicher fühlen, dass er die Partie auch wirklich gewinnt. Aber es schaut wirklich danach aus auch. Das Opfer ist schön. Mal schauen. Okay. Jetzt hat er zweimal Schach geboten und wird seine Dame nach C3 ziehen. Ich weiß nicht, warum sie dort besser stehen soll. Vermutlich, weil er auf D4 schlagen möchte. Aber dann gibt es wohl keinen schnellen Gewinn. Vielleicht ist alles noch gar nicht so schlecht. König D2. Nun wie geplant. Schach auf C3 und ich nehme seiner Dame das Feld C6. Das ist ganz wichtig, damit er das Eindringen meines Turmes nicht unterbinden kann. Niemand versteht ja etwas. Vielleicht geht es mir bald besser. König D1. Jetzt muss mein Läufer eingreifen. Läufer F5 mit einer Mattdrohung, die er eigentlich nur durch den Springerzug abwehren kann. Jetzt hat er sich dieser Diagonalen bemächtigt. Das Netz wird immer enger gezogen. Das Matt sehe ich noch nicht genau. Ich weiß nur, dass ich verloren bin. Springer E1 ist erzwungen. Diese Diagonale ist schrecklich für mich. Ich muss Springer E1 ziehen. Das ist klar. Ja, der Zug war ja nun nicht schwer zu finden. Ich könnte seinen Bauern auf D4 schlagen und dann mit dem C-Bauern rennen. Wahrscheinlich stehe ich immer noch gewinnen. Aber besser ist es, den Turm zu aktivieren. Wenn ich nach E8 gehe, könnte ihn die Dame von B5 aus angreifen. Das gefällt mir nicht so gut. Dann hat er immer diese Schachmöglichkeiten. Der Turm hängt sofort. Und die Dame kann nach C5 und meine Dame angreifen. Nein, ich gehe nach B8 und drohe über B6 einzudringen. Hallo, exzellent. Da hat er so lange überlegt, um diesen blöden Zug zu machen. Ich kann es nicht glauben. Es ist wieder in Ordnung. Er hat wohl übersehen, dass nach Dame schlägt D4, Springer D3, Bauer C5. Ja, Springer D3, Bauer C5 sehr leicht gewonnen hätte. Jetzt geht es noch weiter. Was kann ich tun? Ja, plötzlich ist Seravan wieder zuversichtlich. Nur, ob es auch wirklich richtig ist, Dame schlägt D4, das hat er befürchtet. Und das wäre natürlich auch ein sehr, sehr guter Zug gewesen. Und Turm B8 des Weltmeisters, scheinbar recht zurückhaltender Zug in Verbindung mit Dame und Läufer, das kann natürlich gefährlich werden. Nur zwei Figuren von Weiß verteidigen und drei gewaltige Figuren von Schwarz greifen an. Und der König ist im Grunde hilflos im Zentrum hängen geblieben. Die Frage ist, kann er noch rechtzeitig seine Figuren mobilisieren, um aus dem Schlamassel noch rauszukommen und dann vielleicht gar sein materielles Übergewicht wahren? Mal schauen. Soll ich ihm Remis anbieten? Ich habe schließlich eine Figur mehr. Aber wenn ich meinen Turm H1 sehe, dann stimmt das eigentlich gar nicht. Vergiss das Remis-Angebot also. Ich schlage auf A7. Ja, jetzt muss ich plangemäß meinen Turm nach B6 ziehen und er droht dann über die C-Linie einzugreifen. Jetzt ist es ganz einfach. Er kann zwar matt auf C1 drohen, doch ich spiele einfach Bauer E3 und decke meinen D-Bauern. Und auf Turm C6 ziehe ich dann einfach meinen Läufer von F1 auf C4 dazwischen.
Sein Turm ist dann ungedeckt? Fantastisch. Er hat das vermutlich nicht gesehen, obwohl er so lange nachgedacht hat. Donnerwetter, ich werde die Partie noch retten. Es ist verblüffend. Da er es nicht erwartet hat, werde ich dann die Läufer sehr schnell nach C4 ziehen. Also jetzt mal E3. Ich muss hier weiter aktiv spielen. Seine Dame ist noch immer aus dem Spiel und ich werde Turm C6 ziehen, plangemäß. Ach ja, wahrscheinlich hofft er auf das Sperropferläufer C4, aber da sah ich doch noch etwas. Ja, da geht etwas ganz Ausgezeichnetes. Ich glaube, er wird da hineinfallen. Die Stellung ist ja so desolat. Schach geboten, kann ich ausweichen über H7. Läufer C4 will er dazwischen ziehen, dann hängt mein Turm. Aber ich sehe da noch etwas ganz Teuflisches, das wird ihn verblüffen. Ja, die Partie gefällt mir. Ah. Wie schön. Er hat es nicht gesehen. Ich werde Läufer C4 spielen und dann seinen Turm schlagen. Offensichtlich hat er übersehen. Das warte mal, ich bin gar nicht sicher. Vielleicht kann er sogar seinen Turm opfern. Vielleicht, er ist in Zeitnot. Er wird möglicherweise ein ewiges Schach geben. Das kann er jederzeit tun. Sollte ich ihm Remis anbieten oder wird er auf Gewinn spielen? Ich kann erst einmal das Remis sicherstellen. Ich ziehe ganz rasch Läufer C4. Ja, jetzt klingt er wieder zuversichtlich, Läufer C4. Mal schauen. Jetzt muss ich ganz bestimmt gewinnen. Ich gebe Schach auf A1 mit der Dame. Dann hat er zwei Felder mit seinem König auszuweichen, D2 und E2. Wenn er nach D2 geht, gebe ich wieder Schach auf B2. Geht er nach E2, hat er nach dem Schach auf B2 die Möglichkeit, nach F1 auszuweichen. Dann kommt Läuferschach am Rand, er muss an seinen Turm ziehen und ich gehe wieder auf die Grundlinie mit der Dame. Er kann meinen Turm zwar gewinnen, aber er wird matt auf der Grundreihe. Das geht also nicht. Er könnte auch nach dem zweiten Schach nach F3 ausweichen, aber dann ziehe ich Turm F6. Und Turm F6 droht dann ein vernichtendes Abzugsmatt durch Läufer H3. Das ist ausgezeichnet. Er wird also weder nach F3 noch F1 ausweichen können. Also kommt auf König E2 Schach, Dame B2 Schach und er muss wieder zurück auf die Grundreihe. Dann aber kann ich seinen Läufer nehmen und habe einen ganz üblen Trick in petto, wenn er meinen Turm gewinnen sollte. Das wird ein schönes Finish, das gefällt mir. Also, zunächst Dame A1 Schach. Zum Schluss kommt mein Bauer zu ganz unverhofften Qualitäten. Aha, jetzt will er doch Remis mit König E2 und Dame B2 Schach. Na gut, dann machen wir halt Remis. König E2. Nun ja, wie gedacht, jetzt kommt das Schach auf B2. Wollen wir sehen, welche Möglichkeit sich matt zu setzen erwählt. Auf keinen Fall sollte ich jetzt mit König F3 auf Gewinn spielen. Er hat das Läuferschach auf E4, König G4, Turm G6 Schach und dann hängen alle meine Figuren einschließlich Bauer F2. Nein, das wäre lächerlich. Er würde mich matt setzen. Das sollte ich nicht tun. Also natürlich, leider, König D1. Ich muss wieder auf die Grundreihe zurück. König D1. Aha, die hübscheste Möglichkeit. Ja, jetzt ist es einfach. Jetzt nehme ich einfach seinen Läufer weg mit dem Bauern. Und wenn er dann meinen Turm gewinnt, mit dem Damenschach auf A8, dann kommt zum Schluss der Bauer mit vernichtender Kraft nach C3 vor. Also, dann droht nämlich zum Schluss matt mit Dame D2. Er kann nichts mehr machen. Krach. Sowas. Er schlägt auf C4. Zieht C3. C3 und setzt mich dann ganz einfach matt. Mein Gott, jetzt ist alles vorbei. Ich werde seinen Turm schlagen, aber ich kann das matt nicht verhindern. Ach, das ist fürchterlich. Das ist widerwärtig. Nichts geht mehr. Ist das fürchterlich. Diese Partie wird jetzt in seinen nächsten Memoiren erscheinen. Schlimm. Warum habe ich das erlaubt? Das ist schade. Ich kann schon jetzt meine Freunde über mich lachen hören. Es ist abscheulich heiß. Außerdem, jetzt kann ich es auch fühlen. Aber wie können derartig unwichtige Dinge stören, wenn man in einer schlechten Position ist? Schon Larsen sagte, dass ein Schachspieler noch nie eine Herzattacke in einer guten Position hatte. Ja, Larsen hat recht. Ach, jetzt ist es ja auch noch zu laut. Korpow scheint sehr selbstsicher zu sein. Sterben ist fürchterlich. Ich weiß gar nicht, was ich in dieser Partie gespielt habe. Er spielte gut, aber was heißt das schon? In der Eröffnung
War Dame A5 sicherlich schlecht. Ach, warum habe ich überhaupt Dame A4 gezogen? Vielleicht war alles falsch. Es war alles albern. Meine letzte Hoffnung ist jetzt ein Schach. Ja, da ist meine allerletzte Chance. Ich mache nach wie vor die erzwungenen Züge. Die sind schlecht und Karpow macht die guten. Ich habe gar keine andere Wahl. Ja, ich schaue mir die Stellung noch ein wenig an und denke über meine verflossenen Möglichkeiten nach, die besser waren. Es bleibt mir gar nichts weiter übrig. Ich muss das Schach auf der 8. Reihe geben und dann seinen Turm nehmen. Meine letzte Chance. Das Racheschach gönne ich ihm. Aha, er hat's gesehen. Schade. Den Turm schlagen und mit dem nächsten Zug aufgeben. Dame schlägt Turm. Naja, den Turm hat er gefressen, aber wie will er jetzt nach C3 dem Matt entgehen, was dann mit Dame D2 droht? Er kann vielleicht noch den Springer abziehen, aber dann kommt das Damenschach auf B1 und der König muss ausweichen nach E2 und dann setzt der Läufer matt, sehr hübsch. Nichts mehr, C3. Nun, das war's, Sportsfreunde. Die Partie ist zu Ende. Springer F3 verhindert zwar noch das Matt auf D2, aber dann kommt Dame B1 Schach, König E2, Läufer D3 Matt. Nein, das wollen wir ihm nicht erlauben. Aber dann kommt Dame B1 Schach, König E2, Läufer D3 Matt. Nein, das wollen wir ihm nicht erlauben. Sicherlich wird diese Partie sowieso in der Welt veröffentlicht. Ich kann es nicht verhindern. Ich werde ihm zumindest wenig Glück für die nächste Partie wünschen. Shake hands. Tja, da hat Seravan dem Weltmeister Gelegenheit zu einer Glanzpartie gegeben und gibt hier auf. Und die Partie gewann auch den Schönheitspreis. Und es war wirklich wunderbar mit dem Figurenopfer von Karpow, wie er das gemacht hat. Und jetzt droht damit D2 matt. Damit D2 matt. Und wie ist das überhaupt noch zu verhindern? Nur mit Springer F3 ist der einzige Zug Springer F3. Aber jetzt Dame B1 Schach eben. Und der einzige Zufluchtsort des Königs ist E2. Aber jetzt kommt der schwarze Läufer mit Macht ins weiße Lager. Läufer D3 matt. Es ist aus. Diesmal hat also der Weltmeister seinen Angstgegner Seravan bezwingen können und damit sich eine prächtige Ausgangsposition in der Gruppe A geschaffen. Aus der Gruppe B sehen wir das nächste Mal die Partie zwischen dem Filipino Eugene Torre und Boris Spassky. Bis dahin auf Wiedersehen.